Berg Neustadt gegen den amtierenden Meister TTF Liebherr Ochsenhausen. Beide Teams schielen natürlich auf die Playoffs. Und so sollte es ein spannender Nachmittag in Berg Neustadt werden. Mit dem Lokalmatadoren zu Beginn. Benedikt Duda gegen Jakob Diaz. Und ein Duda, der hier die Vorhand sehr gut trifft. Wunderschöne Studie von der Seite in Slow Motion. Duda begann hier richtig gut. Aber Jakob Diaz war derjenige, der den ersten Satz gewinnen sollte. Aber Duda war dann schnell zur Stelle und glich wieder aus zum 1:1. Und immer wieder diese schönen Topspin-Rallies zwischen diesen beiden. Diaz hat hier ein bisschen Glück, der Ball streift noch die Netzkante und deshalb kann hier Duda den Ball nicht mehr gut zurückspielen. Tolle Vorhand jetzt hier von Diaz. Super Winkel. Den muss man erstmal so treffen. Aus der Rückhand mit der Vorhand diagonal. Schön gespielt von Diaz. Es ging in den fünften Satz. Dann die Faust hier auf Seiten von Ochsenhausen. 6:5 und durch diesen Punkt jetzt 7:5. Demnächst die Führung für Diaz. Aber Duda sollte wiederum das Ding drehen. Und schafft tatsächlich noch hier den Sieg. Nach diesem Rückstand, kurz vor Schluss, dreht Bene Duda also hier noch die Partie und bringt Berg Neustadt 1:0 in Führung. Dann Alvaro Robles gegen Simon Gossi, der Franzose mit gutem Auge und viel Gefühl. Schauen wir uns auch nochmal an. Zieht hier mit der Vorhand, aber eben deutlich langsamer als auf den Ball zuvor. Und da steht dann Robles falsch, kann nicht mehr gut zurückspielen. Sehr starker Ballwechsel. Gossi gewinnt den ersten Satz und nach dem zweiten liegt er dann vorne. Spanier durchsetzen und macht nun den zweiten Punkt in Folge. Auch wenn hier die Rückhand daneben geht, sollte er auch den zweiten Satz gewinnen. Gossi also hier klar in Führung. Sehr, sehr starker Ballwechsel. Robles aber gab sich nicht auf. Vor allem Simon Gossi konnte man sehen, wie blitzschnell er zurück ist beim ersten Blockball am Ende. Und entsprechend lautstark war die Unterstützung der Fans in der Halle. Es sollte aber zumindest in diesem Einzel noch nicht für den nächsten Punktgewinn reichen. Gossi hier in 3 Sätzen erfolgreich. Klingt deutlicher, als es dann in den eigentlichen Sätzen war. Im dritten Spiel dann Paul Drinkhall gegen Stefan Fegerl. Das versprach schon auf dem Papier spektakuläre Ballwechsel. Und die gab es dann auch zu sehen. Der Österreicher Stefan Fegerl gewann den ersten Satz. Sehr, sehr guter. Im zweiten liegt er hier im Moment noch 9:8 vorne, aber dann Drinkhall, der ist ein echter Fighter, kämpfte sich wieder ran, brachte ihm aber trotzdem nichts ein. Fegerl auch im zweiten erfolgreich. Sehr und dann hier. Super Vorhand, Topsen-Duell. Erste Sahne, diese Rettungstat. Aber Stefan Fegerl macht den Punkt. Den muss man erstmal noch so zurückspielen. 1:9 noch so gekämpft hat. Ball durch die Netzkante. Schon abgelenkt. Ganz merkwürdiger Schnitt dann. Das muss man erstmal lesen und dann so zurückspielen. Trotzdem, es blieb weiterhin spannend. Stefan Fegerl zwar in Topform, aber Drinkhall gewann dann den dritten Satz, kam wieder ran und ärgert sich an dieser Stelle, dass er die Chance liegen lässt. Und dann war es passiert. Fegerl gewinnt. 3:1 Sätze. Ja. Diese hart umkämpfte Partie. Und damit Ochsenhausen jetzt 2:1 in Führung. Benedikt Duda macht das hier ganz stark. Aber dann gab es ja wieder Benedikt Duda und der hatte einen Sahnetag erwischt. Diesmal gegen Simon Gossi. Schön gespielt hier von ihm. Der erste Satz dann auch an den Lokalmatadoren. Dieser Punkt natürlich enorm. Und im zweiten blieb er weiterhin dran. Topspin zum Erfolg kommt. Da zieht hier Gossi mit der Vorhand, steht vielleicht so ein paar Millimeter zu weit hinten. Trifft den Ball dann nicht richtig. Versucht er hier im dritten Satz. Da war ein echter Kunstschlag, aber das klappt nicht. Ihr wollt ganz viel Seitschnitt reinpacken.
Aber der Ball fällt dann unter den Tisch. Duda jetzt 2-1 jetzt in Führung und im vierten dann deutlich guter vorne. 8-2 jetzt durch diesen Punktgewinn. Davor fairerweise zwei eher. Es deutete sich an, dass dieser Nachmittag in die Verlängerung gehen würde. 10-3 jetzt. Matchbälle. Ja, und dann die Entscheidung. Benedikt Duda an diesem Nachmittag mit 2 Punkten für Bergneustadt. Mehr geht nicht. Starke Vorstellung von ihm. Und dann eben das angesprochene Doppel, das hier die Entscheidung bringen musste. Robles Drinkhall gegen Fegal Sidorenko. Den hatten sie fürs Doppel eingewechselt auf Seite von Ochsenhausen, den jungen Mann, der sich zuletzt ebenfalls im Doppel schon auszeichnen konnte und auch hier gleich eine starke Partie ablieferte. Wenngleich Robles Drinkhall den ersten Satz für sich entscheiden konnten. Super, und auch im zweiten dann glänzten mit dieser Rückhand von Robles. Besser kann man die nicht spielen an dieser Stelle. Super platziert. Das Duo aus Ochsenhausen aber dann mit dem Satz Ausgleich. Und immer wieder solche Rallyes hier. Und die Zuschauer waren jetzt da. Sie hören es im Hintergrund. Frenetischer Jubel bei diesen Punktgewinnen für Bergneustadt. Die hofften jetzt alle, dass der Meister geknackt wird. Fegal Sidorenko für Ochsenhausen, aber mit Satzgewinn im dritten. Robles Drinkhall dann mit Satzbällen im vierten vergeben und dann wird das bestraft. 3-1 für Stefan Fegal und Wladimir Sidorenko. Und damit gewinnt hier Ochsenhausen diesen Krimi. Mit 3-2. Ja, die Niederlage schmerzt schon, weil es unsere Paradedisziplin ist. Eigentlich schon letzte und diese Saison. Aber Ochshaus hat dann gut gespielt, den Schlussdoppel noch anerkennen. Und haben dann auch verdient gewonnen. Ja, gut, wir haben schlecht angefangen, das ist richtig. Aber ich denke, Liga ist dieses Jahr ist, mehr ausgeglichen als letztes Jahr. Und ja, gut. Gegen Saarbrücken am Anfang kann man verlieren und okay, wir haben nun unglücklich in Fulda verloren, aber ja, wir haben unseren Rhythmus gefunden und hoffentlich läuft das so weiter.